Hallo zusammen und willkommen in meiner Welt. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Zumindest für mich persönlich ist es ein ganz besonderes Handfunkgerät. Und zwar das Universum Deluxe 3-Kanal. Dies war auch mein allererstes Handfunkgerät, was ich mir als Kind gekauft habe. 89 D-Mark habe ich bezahlt und da musste ich als Kind das Sparschwein schon sehr plündern. Anfangs war dieses Gerät teurer. Es hatte etwa 129 D-Mark gekostet, es wurde später im Preis reduziert und ich denke, ich habe es so zum ganz kurzen Kurs bekommen, als wahrscheinlich Auslaufmodell schon, für 89 D-Mark. Standardmäßig waren bei den drei Kanälen der Kanal, ich meine Kanal 5, 11 und 15 waren standardmäßig bequarzt, aber bei mir, wo ich damals gewohnt hatte, war Kanal 4 üblich. Das heißt, ich musste mit meinem Fahrrad in die nächste ins nächste Funkgeschäft fahren und habe mir ein paar Quarze für den Kanal 4 gekauft. So hatte ich den Kanal 4 in der ersten Rasterstellung des Kanalwahlschalters. Die Ausziehantenne von diesem Gerät ist ca. 1,60 Meter lang. Sowas kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sie die VHF- oder UHF-Handfunkgeräte anschaut. Aber damals im CB-Bereich war das Ganze noch normal. Auf der Frontseite sieht man den Lautstärkeregler sowie den Squelch-Regler, den Kanalwahlschalter, eine Batteriestandsanzeige und eine rote LED. Das Handfunkgerät ist sehr robust aufgebaut. Es besitzt ein Blechgehäuse und interessant finde ich auch, dass es dann so einen Riegel und eine Klappe an der Frontseite gibt, wo man dann die Batterien entnehmen kann oder die Batterien tauschen kann. Und wie gesagt, das Ganze an der Frontseite. Finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich kenne gar nicht viele Geräte, wo die Batterien quasi von der Frontseite entnommen werden und man sie eingelegt haben konnte. Ja, als Kind hatte ich mit dem Gerät viel Spaß. Das Handfunkgerät war unser soziales Netzwerk. Es gab ja noch kein Internet, es gab noch keinen PC zu dieser Zeit, zumindest so nicht, wie wir es heute kennen. Ja, das war im Prinzip unser soziales Netzwerk, wo wir uns immer damit verabredet haben. Ja, das war's schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht auch Spaß an den alten Geräten, wie ich das habe. Es kommen noch mehrere Videos von Handfunkgeräten, besonders von CB-Funkgeräten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch und ein Abo freue ich mich ja immer. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.